Wir stehen jetzt hier mit Florian Heinemann, dem Keynote-Speaker der D3Con im diesjährigen Jahr. Florian, du bist jetzt schon zum dritten Mal dabei. Was macht die D3Con für dich aus? Das ist hier eine der Konferenzen, die sowohl vom Networking-Aspekt gut ist, was ja wo es eine Reihe von Konferenzen gibt und gleichzeitig eben substanzielle Inhalte bietet. Und das ist eigentlich eine ganz, sollte man eigentlich meinen, ist normal bei Konferenzen. Wer ein paar Konferenzen besucht und das tue ich, weiß eigentlich, dass das nicht der Fall ist. Und das ist eigentlich, finde ich, hier ziemlich unique. Ich finde es auch gut, dass es sehr spezialisiert ist, weil viele Konferenzen sind sehr breit, ne? Was dann wieder auf Kosten der Tiefe geht. Und ich finde das eigentlich das Charakteristikum der D3Con. Es ist gutes Networking plus inhaltliche Tiefe, oder inhaltlich hochwertige Vorträge, weil es eben auch ein relativ spitzes Thema ist. Es sind nur Leute, die sich mit einem gewissen Thema beschäftigen. Das heißt, das Niveau, was man hier inhaltlich diskutieren kann und bringen kann, ist halt auch ein anderes, als wenn man bei irgendeiner allgemeinen Konferenz ist, wo halt ein sehr breites Publikum auch sitzt. Ich glaube, das ist das Besondere und ich glaube, das Thema Display rechtfertigt auch eine sehr spitze Konferenz, ne, oder Data-Driven Display. Deswegen ja, finde ich es eigentlich eine sehr gute, sehr gelungene Veranstaltung. Ja? Von dir geht jedes Jahr eine sehr große Begeisterung aus und irgendwie viele Leute kommen nur wegen dir und wollen dich am Anfang sehen. Wie erklärst du dir das, dass du so beliebt bist? Ja, musst du vielleicht andere Leute fragen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich bin halt selbst wirklich begeistert von diesem Thema Online-Marketing. Ich mache das jetzt seit 13 Jahren, weil ich aber finde, es ist einer der Bereiche, wo inhaltlich enorm viel passiert, wenn man vergleicht, was so 99 da am Anfang war und was da jetzt ist. Es ist einfach ein irrsinniger Innovationsweg und der mich selbst immer wieder begeistert. Mir wird nicht langweilig. Ich mache eigentlich seit 13 Jahren das Gleiche, aber mir wird nicht langweilig. Und ich glaube, das bringe ich vielleicht ein Stück weit rüber. Und man hat mir mal gesagt, ich kann Dinge auch ganz gut erklären, obwohl sie relativ kompliziert sind. Und vielleicht ist es so eine Mischung aus diesen Dingen. Aber ich glaube, ja. Aber ansonsten musst du natürlich andere Leute fragen. Das werden wir tun. Ja, gut. Nochmal in einen anderen Bereich. Steht bei dir in nächster Zeit irgendwas Größeres an? Das ist immer die Frage, was größer ist. Ne? Also letztes Jahr habe ich ein Kind bekommen, also das dritte. Das ist groß. Du oder? Meine Frau natürlich. Aber es ist wie wir beide zusammen. Nee, Quark. Aber die inhaltlich, gut, wir machen bei Project A einfach solide unsere Arbeit und werden natürlich hoffen, dass wir dann die nächsten 2-3 Jahre mal den einen oder anderen Exit produzieren, ohne Hast, mit irgendwie einfach konsequent an den Themen zu arbeiten. Das steht jetzt eigentlich nicht so ja, in irgendeiner Form Bahnbrechendes an, sondern wir machen einfach kontinuierlich unsere Arbeit und denken, dass wir damit dann irgendwann auch große Sachen produzieren werden. Ne? Aber das braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Business as usual sozusagen. Aber das ist nicht so, dass mich das langweilen würde, sondern es ist halt so. Ne? Also Erfolge sind in der Regel auf Arbeit zurückzuführen und wenn da mal irgendwie was Glückliches dazwischen kommt, dann ist es gut, aber man kann es halt einfach nicht planen. Ja, das ist ganz klar. Super. Ja? Vielen Dank für das nette Gespräch und viel Spaß noch auf der D3Con und in Hamburg. Vielen Dank. Ja? Bis nächstes Jahr. Super. Ciao.